Zu. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Montag, der 28. Februar 2022. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir haben hier eine Big Number bei 15.207. Die werden wir direkt hier platzieren. Ich mache das Bild mal ein bisschen größer. Wir sehen die Ereignisse in der Ukraine. Wir haben hier ein Gap. Wir haben am Freitag ja Kursniveau gehabt um 14.661 herum. Und wir haben jetzt hier wieder eine Etage tiefer geschlossen. Also 14.207 gehen wir long mit der Box oder 14.192 andersrum. 14.1 wäre denn die untere Big Number. Ja, schauen wir mal, wie schnell wir wohin laufen. Es ist da heute wieder ein mit einem sehr volatilen Markt zu rechnen. Ich gehe mal auf die 50er Zone. Zielmarke hier. Dann haben wir Big Number unten. Daily Pivot ist oben. Also da werden wir auch heute keine Vola-Boxen reinbekommen, weil die Märkte extrem mit diesem Gap eröffnet haben. DAX 14.000. Oh, doch, die Vola-Box, Entschuldigung, 14.208, 14.208, die Vola-Box, also wie eine Big Number. Schauen wir mal. Und wir sehen, es ist zu schnell gegangen hier, die Orders. Versuchen wir es nochmal. Jetzt sind wir in dem ersten Trade des heutigen Tages, ein Big Number Trade. Ab den zweiten gehen wir auf angepasst. 14.207. Ich bin mit einer 15er Box unterwegs. Ja, parallel schauen wir uns die Märkte im Gesamtbild an, wie jeden Morgen, und fangen heute ganz unten an. Bei Bitcoin. Vorlage, Zickzacklinie. So, wir sind im DAX schon raus. Ups. So, zweites Mal wird aktiviert. Also, erster Trade ist oben raus. Und wir sind wieder long im Trade. Zweite Mal die Big Number. Zweite Mal die Big Number. Und jetzt. Und wieder raus. So, zweite Mal Big Number. Und wir treten ja Big Numbers dreimal. Und das werden wir jetzt ein drittes Mal versuchen. Somit der Eröffnungstrade ist gelaufen. Eröffnungstrade ist in Gewinn gelaufen. Und wir machen trotzdem zum Abschluss jetzt auch noch mal unsere Analyse, Vorlage, Zickzacklinie. Bitcoin Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und auch hier sehen wir ein Gap in den Kryptos. Nächster Markt ist Dow Jones. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten Long. S&P 500. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long. 30 Long, 15 Short und 5 auch Short. Technologiebörse Nasdaq. Abschließend
Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Öl, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Short, 5 Minuten, Entschuldigung. Gold. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Letzter Markt ist DAX. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long Short, unentschieden, 15 Short und 5 Minuten auch Short. So, und ich sehe, dass wir keine Pending Order mehr drin haben. Also, gleich kommen wir zum nächsten Setup, dritte Mal die Big Number. Ich verabschiede mich schon bei den YouTubern für unser Videotagebuch. Wir haben zwei Trades hier, alle beide Big Number in Gewinn gebracht und wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter. Bedanke mich recht herzlich, einen schönen, erfolgreichen Handel. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken. Also habt Erbarmen mit mir, wünsche euch gute Trades, bleibt gesund.